Am nächsten Morgen will Ulrike Tasic ihren Mandanten wie vereinbart von der Pension abholen, um mit ihm aufs Polizeipräsidium zu fahren. Doch als dieser auch nach einer Viertelstunde nicht auftaucht, sucht sie ihn auf seinem Zimmer auf und erlebt eine böse Überraschung. Herr Berger! Morgen, Herr Berger. Haben Sie verschlafen oder haben Sie vergessen, dass ich Sie abholen wollte? Entschuldigung, wer sind Sie? Herr Berger, ich bin Ulrike Tasic, ich bin Ihre Rechtsanwältin. Erinnern Sie sich nicht mehr an mich? Tut mir leid, ich kenne Sie nicht. Ich wüsste auch nicht, wofür ich eine Rechtsanwältin bräuchte. Hauen Sie ab, bevor ich die Polizei rufe. Also ich kann mir beim besten Willen jetzt nicht vorstellen, dass der Herr Berger sich gerade einen Scherz erlaubt hat. Das scheint wirklich so, als hätte er erneut sein Gedächtnis verloren. Also wieso sowas passieren kann, habe ich keine Ahnung. Aber der muss sich auf jeden Fall untersuchen lassen. Aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, dass ich wieder sein Vertrauen gewinne irgendwie. Herr Berger? Was wollen Sie denn noch? Herr Berger, hören Sie bitte noch mal einmal zu. Herr Berger, bitte. Wissen Sie, wer Alexa ist? Wissen Sie, was mit Alexa passiert ist? Alexa? Woher kennen Sie meine Frau? Was ist mit ihr? Das erkläre ich Ihnen gleich alles ganz genau. Ja, ich muss aber erst vorher wissen, was ist das Letzte, an was Sie sich erinnern? Herr Berger, Sie können mir wirklich vertrauen. Schauen Sie mal, hier ist, das ist mein Anwaltsausweis. Hier steht noch mal mein Name, Ulrike Tasic, Rechtsanwältin. Das hat alles seine Richtigkeit, bitte. Ja, ich habe mit meiner Frau den Tatort gesehen. Wir sind schlafen gegangen und dann bin ich hier aufgewacht. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hier bin, um ehrlich zu sein. Können Sie mir sagen, was los ist? Also Sie scheinen Ihr Kurzzeitgedächtnis verloren zu haben. Ich habe keine Ahnung, wie sowas passieren kann, weil Sie müssen sich dringend im Krankenhaus untersuchen lassen. Vielleicht ziehen Sie sich einfach was an, mein Wagen steht vor der Tür. Kommen Sie doch einfach mit mir ins Büro, dann kann ich Ihnen alles in Ruhe erklären, weil Sie sich ja nichts mehr erinnern können. Okay? Okay. Der Zustand von Herrn Berger macht mir wirklich ernsthaft Sorgen. Der ist noch lange nicht so fit, wie er uns glauben machen will. Ich hoffe, dass wir durch das Erstellen der Zeitleiste sein Vertrauen wieder zurückgewinnen können. Und dann geht es auf direktem Weg ins Krankenhaus, denn er muss sich dort untersuchen lassen. Wir müssen unbedingt herausfinden, was die Ursache für den erneuten Verlust seines Gedächtnisses ist. Ulrike Tasic hat ihren Mandanten behutsam darüber aufgeklärt, was mit ihm und seiner Frau passiert ist. Im Krankenhaus angekommen, können die Ärzte ausschließen, dass der Verlust seines Kurzzeitgedächtnisses eine organische Ursache hat. Sie vermuten, dass es durch den Stress der letzten Tage so weit gekommen ist. Ein Gespräch mit der Krankenhauspsychologin Beate Lorenz soll Aufklärung schaffen. Haben Sie denn nicht irgendwie ein Tipp, wie man so eine Erinnerung, so ein Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen kann? Also wir haben schon so eine Tatortbegehung gemacht, die war total erfolglos. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, wir könnten es über Schlüsselreize versuchen, die Erinnerungen zu triggern. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr langwierig ist und Sie sind ja unter Zeitdruck. Und es ist einfach schwierig, genau die Schlüsselreize zu finden, die die Erinnerung an die erwünschten Tage eben hervorrufen wird. Was ist denn mit zum Beispiel Hypnose? Ich meine, irgendwo muss die Erinnerung doch in meinem Kopf drin sein und muss man doch irgendwie rauskramen können, oder? Ja, das stimmt, aber davon würde ich im Moment definitiv abraten, weil sie eben dieses schwere Schädel-Hirn-Trauma hatten und vermutlich sind sie eben Zeuge davon, wie ihre Frau niedergestochen worden ist. Das ist ein ganz schweres, traumatisches Ereignis und das bedeutet, dass ihr Gehirn vermutlich mit Absicht diese Erinnerung verdrängt, weil es einfach zu schwierig ist, das zu verarbeiten. Also bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig, als abzuwarten. Mein Handy klingelt gerade. Ja. Ich muss mal ganz kurz rangehen. Ja, das oder mal. Oh, das ist der Kriminalkommissar. Hallo, Rechtsanwältin Tasic. Oh, super. Okay. Okay, ich melde mich später nochmal, ja? Danke. Okay. Ich denke, ich erzähle Ihnen gleich, was er gesagt hat. Wir dürfen Ihnen erstmal danken, ja, für Ihre Mühe und Ihre Informationen. Natürlich. Und kommen Sie auch gerne wieder, wenn Sie noch Fragen haben. Wissen wir wenigstens, wo wir dran sind. Wo ich zu erreichen bin, das ist ja wichtig. Machen Sie es wirklich gut. Frau Lorenz, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Ja, das Alibi von Herrn Niemann ist leider bestätigt worden. Scheiße. Ja, das war's mit dem einzigen Verdächtigen. Wer wäre der Einzige gewesen mit einem Motiv? Tja.
Also wissen Sie, was mir sowieso schon die ganze Zeit so durch den Kopf geht. Vielleicht hat ja der Angriff gar nicht Ihrer Frau, sondern Ihnen gegolten. Mir? Aber ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich keine Feinde habe. Und erst recht keine, die zu mir nach Hause kommen und meine Frau niederstechen. Wissen Sie, Franzi Seidel, die hat doch gesagt, dass Sie am Tag vor dem Vorfall, am Montag, als vereidigter Sachverständiger bei Gericht, glaube ich, ein Gutachten erstattet haben. Machen Sie das eigentlich öfter? Schon ab und zu, ja. Wissen Sie, vielleicht hat ja irgendjemanden Ihr Gutachten nicht gepasst und der will sich irgendwie an Ihnen rächen oder so. Ich meine, es ist natürlich nur eine Idee, aber es ist ein Ansatz. Und vielleicht sollten wir einfach mal zu Gericht gehen und noch mal recherchieren, was sich in dieser Verhandlung zugetragen hat. Vielleicht war da irgendwas Ungewöhnliches. Sollen wir mal zu Gericht fahren? Probieren können wir es, ja. Gut, dann machen wir das. Kommen Sie mit. Simons Ehefrau Alexa Berger ist Opfer einer Gewalttat geworden und liegt im Koma. Simon kann sich an die Tatnacht nicht erinnern. Seine Anwältin Ulrike Tasic muss den Täter finden, denn die Polizei hält Simon für den Hauptverdächtigen. Er ist Unfallgutachter und hat erst kürzlich bei einem Prozess ausgesagt. Die Juristin vermutet, dass der Angeklagte durch Simons Einschätzung verurteilt wurde und sich an ihm rächen wollte. Die Person muss jedenfalls einen großen Hass auf Sie haben. Es könnte gut sein, dass aufgrund Ihres Gutachtens diese Person verurteilt worden ist, vielleicht sogar im Gefängnis gelandet ist. Deswegen sollten wir mal die ganzen Akten durchgehen, ob wir da nicht auf eine Person stoßen, die aufgrund Ihres Gutachtens verurteilt worden ist. Denn vielleicht kommt ja auch Ihre Erinnerung dann wieder, wissen Sie? Also, Sie geben die Hoffnung wirklich nie auf, oder? Ja, was soll man denn machen? Hey, geht's wieder besser? Mir? Meinen Sie mich? Klar, wen sonst? Die haben noch ganz durch den Wind. Es fehlen ihm die Erinnerungen für die letzten Tage. Ach so, das war auch nicht wichtig. Doch, durchaus. Für uns ist im Moment alles wichtig. Wissen Sie, was ist denn passiert? Das war Montag, kurz vor Schichtende. Mir ist ein Typ aufgefallen, der ist vor Gericht rumgelungert. Und kaum, dass Sie aus dem Gebäude kommen, ist er auf Sie zugelaufen. Ich habe nur gehört, dass er gesagt hat, Sie hätten sein Leben zerstört. Dann haben Sie ihn stehen lassen. Ich habe sein Leben zerstört? Das wüsste ich aber. Haben Sie vielleicht einen Namen oder so? Nein. Aber Sie kannten den Kerl, da bin ich sicher. Und die Begegnung hat ihn ziemlich zugesetzt. Sind danach so schnell vom Parkplatz gefahren, dass sie fast ein Auto gerammt hätten. Und Sie wissen das alles nicht mehr? Nee, da klingelt bei mir gar nichts. Sagen Sie mal, haben Sie auf diesem Parkplatz hier irgendeine Überwachungskamera oder was? Irgendwas, was uns weiterhilft? Aber ich kann ihn beschreiben, wenn das hilft. Ja, auf jeden Fall. So 1,75 groß, korpulent, sah aus wie ein Fremdenlegionär. Zwei Ohrringe, sehr auffällig. Kahl geschoren und ein Iro. Also der sah richtig nach Ärger aus, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Sagen Sie, wären Sie so freundlich, würden mir gerade Ihren Namen und Ihre Telefonnummer geben? Denn wenn wir irgendwelche Fragen haben, dann könnten wir Sie noch mal ansprechen. Selbstverständlich. Bitte. Es scheint so, als wären wir mit unserer Theorie, dass der Täter irgendwas mit den Gutachten meines Mandanten zu tun hat, auf der richtigen Fährte. Wir müssen natürlich jetzt noch mal durch die Akten schauen und gucken, ob wir irgendwelche Anhaltspunkte finden. Jedenfalls haben wir schon mal eine Täterbeschreibung. Wobei natürlich immer noch nicht gesagt ist, dass derjenige, der mit meinem Mandanten am Montagabend auf dem Parkplatz gestritten hat, auch derjenige ist, der seine Frau niedergestochen hat. Ulrike Tasic und Simon Berger haben in den Akten niemanden gefunden, der der Beschreibung des Parkplatzwächters nahe kommt. Doch sie wollen gleich am nächsten Morgen weiter recherchieren, um Simons Unschuld zu beweisen. Ich muss Ihnen was erzählen, Sie werden es nicht glauben. Was passiert? Ist Ihre Frau aufgewacht? Nein, aber ich konnte mich wieder an was erinnern. Ich saß gestern im Bett und bin noch mal die Notizen durchgegangen und habe halt auch diese Entspannungstechniken gemacht, von denen die Psychologin mir erzählt hat, hier mit dem konzentrierten Atmen und so weiter. Ja, und beim Rumkritzeln, dann kam auf einmal das hier. Aha. 21.04. Ja, 21.04., das könnte vielleicht 21. April irgendwie... Ja, ich meine, okay, es sind jetzt nur zwei Zahlen, aber wer weiß, vielleicht bedeutet das ja was. Also irgendwie 21. April. Ich habe beim Durchsehen dieser Akten, das kommt mir irgendwie bekannt vor, also entweder... Gucken, ob ich es finde. Entweder ist es so gewesen, dass am 21.04. Sie bei Gericht ein Gutachten erstattet haben. Ja, da war ein Gerichtstermin. Oder es gibt irgendwo hier ein Datum, wo ein Unfall am 21. April passiert ist. Und da haben Sie das Gutachten dafür erstellt. Ich weiß nicht, wo es ist, aber wir finden das. Bin ich mir absolut sicher. Am besten nehmen Sie sich jetzt einfach mal einen Stapel, gucken durch und ich auch. Okay? Super. Die Juristin und ihr Mandant werden fündig.
Simon hat ein Gutachten für einen Unfall erstellt, den ein Mann namens Matthias Franke am 21. April 2011 verursacht hat. Der Mann wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Um mehr Informationen über das damalige Verfahren zu bekommen, hat Ulrike Tasic Kommissar Schilling informiert. Ach, da ist er ja schon. Hallo. Ja. Prima, und? Ja, nachdem Sie mich angerufen haben, habe ich erstmal alles gelesen, was ich zu diesem Unfall gefunden habe. Und ich denke mal, Sie haben es in Ihren eigenen Akten auch schon gesehen. Das war kein kleiner Unfall. Bei dem Unfall ist eine Frau zu Tode gekommen. Also wenn ich mich da noch recht entsinnen kann, dann hat dieser Matthias Franke vor Gericht Stein und Bein geschworen, dass sie ihm vors Auto gesprungen ist. Außerdem hat er angeblich alles versucht, um noch auszuweichen. Lassen Sie mich raten. Und Ihr Unfallgutachten ist zu einem anderen Ergebnis gekommen, oder? Also ich habe anhand der Bremsspuren eindeutig erkennen können, dass er viel zu schnell gefahren ist. Und ausgewichen ist er auch nicht. Das heißt, aufgrund Ihres Unfallgutachtens ist Herr Franke dann verurteilt worden? Ja, deswegen habe ich mir auch eine Akte kommen lassen. Ich darf jetzt natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich sag mal so viel. Also das war jetzt nicht das einzige Verkehrsvergehen von dem Herrn Franke. Deswegen ist er bei dieser Verhandlung auch wegen fahrlässiger Tötung zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Ja, aber da könnte doch gut sein, dass der Franke ganz schön wütend auf den Mandanten war. Wann ist denn der eigentlich aus der Haft entlassen? Denn am Montagabend soll eine unbekannte Person dem Herrn Berger vorm Gerichtsgebäude aufgelauert haben. Vielleicht war das ja dieser Franke. Montagabend, sagen wir. Ja, doch, das passt. Er ist Montagmorgen entlassen worden. Das würde gehen. Sagen Sie mal, gibt es eigentlich eine Beschreibung von dem Herrn? Gucken Sie mal. Könnte der das gewesen sein? Ja, genau der war das. Na gut, dann werde ich jetzt mal eine Streife rufen. Ja. Und dann werden wir den Herrn Franke mal auf den Zahn fühlen. Wunderbar. Klasse. Ja? Super, vielen Dank. Ja, gerne. Langsam scheinen sich alle Puzzleteile zusammenzufügen. Es sieht ganz so aus, als wollte sich Herr Franke an meinem Mandanten rächen. Jetzt müssen wir nur schauen, ob dieser ein Alibi hat oder ob wir sonst irgendwas bei dessen Befragung herausbekommen können. Kriminalkommissar Franjo Schilling hat sofort 2 Polizeibeamte zu der Meldeadresse des Verdächtigen Matthias Franke geschickt. Sie wollen ihn zur Befragung aufs Präsidium bringen. Doch der ehemalige Inhaftierte scheint schon die Flucht ergriffen zu haben. Tag. Guten Tag. Die Polizei, mein Name ist Behrendt, das ist meine Kollegin Schneider. Wir sind vom örtlichen Abschnitt. Wir suchen den Herrn Franke Matthias. Ja, das ist mein Vater. Den habe ich nach seiner Haftentlassung bei mir aufgenommen. Was wollen Sie denn von ihm? Das sollen wir gerne persönlich mit ihm sprechen. Ist er vielleicht da? Können Sie ihn nicht endlich mal in Ruhe lassen? Der hat schon genug durchgemacht. Frau Franke, es ist wirklich, wirklich wichtig. Wir sind auf der Suche nach Ihrem Vater, weil er im dringenden Tatverdacht steht, eine Person mit einem Messer wirklich schwer verletzt zu haben. Darf ich mich mal umschauen bei Ihnen? Ja, Sie können sich umschauen. Er ist eh nicht da. Danke sehr. Können Sie uns dann vielleicht sagen, wo wir Ihren Vater finden können? Nee, keine Ahnung, hat er mir nicht gesagt. Okay, wann haben Sie Ihren Vater denn das letzte Mal gesehen? Ja, er war Montag nur mal ganz kurz hier, aber danach habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Hier ist kein Mensch. Sag ich doch. Frau Franke, sollten Sie von Ihrem Vater irgendwas hören oder er sollte sich bei Ihnen telefonisch oder wie auch immer melden, dann bitte ich Sie, dass Sie uns sofort darüber in Kenntnis setzen, dass Sie auf dem Abschnitt anrufen und uns Bescheid geben, ja? Dann schönen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank dafür. Hier ist echt keine Hilfe zu erwarten. Nee, nicht wirklich. Sein graues Fell, komplett zerbissen, aber hält noch warm. Sein Matthias Franke ist unauffindbar. Rechtsanwältin Ulrike Tasic bringt in Erfahrung, dass sein ehemaliger Zellenkumpan Ronny Heinrichs noch immer in Haft sitzt. Gemeinsam mit Kommissar Schilling will sie von dem Inhaftierten wissen, ob er ihnen sagen kann, wo sich der Gesuchte aufhalten könnte. Ich bin Rechtsanwältin Tasic. Grüß Sie, Heinrichs. Hier. Hauptkommissar Schilling, guten Tag. Eine Karte mitgebracht. Eine Anwältin und ein Kommissar. So einen Besuch krieg ich ja hier selten. Naja, so ungewohnt ist Ihnen doch die Situation auch nicht, oder? Wir sind hier wegen Ihres Ex-Spannmanns, Herr Heinrichs, dem Matthias Franke. Da brauchen wir ein paar Infos. Der Matze? Was soll ich mit ihm sehen? Hat der schon wieder Scheiße gebaut? Der ist ja gerade mit der Woche draußen. Ja, es geht sogar um ein versuchtes Tötungsdelikt. Und so wie es aussieht, ist Herr Franke zurzeit auf der Flucht. Der Matze. Tötungsdelikt. Der Matze bringt ihn um, Mann. Er ist ein guter Mensch. So was macht er nicht. Außerdem ist er gerade mal eine Woche in Freiheit. Wieso sollen wir so was machen?
Also es ist so, dass er am Montag meinem Mandanten bei Gericht aufgelauert hat und ihn bedroht hat. Er hat gesagt, er würde die ganze Familie zerstören, auseinanderbringen, ein Riesenchaos gemacht. Und in der Nacht danach ist dann bei meinem Mandanten zu Hause eingebrochen worden. Und da ist seine Frau niedergestochen worden, wirklich richtig schwer verletzt worden, also richtig heftig. Mhm. Sag mal, hat von euch in der Welt mal eine Schachtel Kippen dabei? Ja, ich kann Ihnen eine Kippe von meinen abgeben. Und heißt Ihr Mandant vielleicht Simon Berger? Ach, wie kommst du denn ausgerechnet auf den Namen? Naja, der Matze hat von dem einmal gefaselt. Er ist wohl dran schuld, dass er im Knast ist und er hat sein Leben ruiniert. Wie kommt ihr denn darauf? Naja, die ganze Familie ist zerbrochen. Matzes Olle ist abgehauen. Die Tochter war daraufhin ohne Eltern. Die war total im Arsch, die war am Boden. Also er hat praktisch sein ganzes Leben ruiniert. Also ein weiteres Motiv für Herrn Franke, dass er Frau Alexa Berger umbringen wollte, so wie es aussieht. Also Herr Heines, wir müssen den Matthias unbedingt finden, ne? Ganz schnell. Hat er Ihnen irgendwas erzählt, wo er unterkommt? Bei einem Freund oder irgendwo, wo er sich versteckt? Ich habe ihn nur, was er erzählt von so einer Ferienwohnung. Das ist am Rand bei Berlin. Und wenn er nicht mehr klarkommt, aber es eine Ruhe braucht, dann kann er sich da zurückziehen. Ich habe ihm gesagt, wo der Zweitschlüssel ist. Super. Dann bräuchten wir jetzt mal die Adresse von dieser Ferienwohnung. Annenallee 10. Annenallee 10. Auf jeden Fall haben Sie uns sehr geholfen. Ja? Ja. Vielen Dank. Wenn Sie ihn mal zu sehen, schönen Gruß von mir. Mach ich. Wenn irgendwas ist, hier haben Sie meine Karte. Ja? Sprechen Sie mich an. Merci. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Es deutet alles darauf hin, dass Matthias Franke unser gesuchter Täter ist. Sein Hass gegen meinen Mandanten, der geht ja offensichtlich noch viel weiter, als wir das am Anfang dachten. Jetzt, wo er ihn verantwortlich dafür macht, dass durch die Haftstrafe seine ganze Familie zerstört worden ist. Wir müssen ihn auf jeden Fall dringend finden, denn wer weiß, wie weit seine Rachegefühle noch gehen. Simon Bergers Ehefrau Alexa wurde brutal niedergestochen. Für die Polizei ist Simon der Hauptverdächtige. Nur seine Anwältin Ulrike Tasic ist von seiner Unschuld überzeugt und gemeinsam mit Kriminalkommissar Schilling auf der Suche nach dem wahren Täter. Sie verdächtigen den ehemaligen Inhaftierten Matthias Franke. Mann, Papa, komm! Mann, erklär mir doch mal bitte, warum du so stresst. Das erzähl ich dir später, okay? Wir müssen erstmal hier verschwinden. Später. Mal, Scheiße, Papa, komm bitte schnell. Irgendwas stimmt da nicht. Was ist da sonst hier so? Der will abhauen, der will irgendwo hin. Papa, komm, schnell. Das ist ein Missverständnis dahinter. Sagen Sie mal. Sie stehen unter dringendem Tatverdacht, der versucht, einen Töter. Was soll ich gemacht haben? Seid ihr bescheuert? Lassen Sie uns gehen, ansonsten steche ich die Alte ab. Frau Franke, das bringt ja nichts. Lassen Sie die Waffe fallen, aber gleich. Herr Schilling, bitte. Ich glaube, das schaffen wir ohne Waffe. Bitte, bitte. Frau Franke, ich bitte Sie. Die Frau hat Ihnen doch nichts getan. Lassen Sie die Waffe doch fallen. Bitte geben Sie mir das Messer. Ey, sag mal, spinnst du? Kann mir Ihnen erklären, was hier los ist? Am Dienstagmorgen ist jemand in das Haus von Simon Berger eingedrungen und hat die Frau niedergestochen. Wir müssen davon ausgehen, dass er die töten wollte. Entweder er oder die Täterin. Es könnte auch eine weibliche Person gewesen sein. Hast du damit irgendwas zu tun, Schatz? Mann, Papa, ich wollte dir doch nur helfen. Wegen dem Berger bist du doch in den Knast gekommen. Und wegen ihm ist auch Mama weg. Die ganze Familie ist kaputt gegangen und ihm soll jetzt genauso beschissen gehen wie uns. Und dann wollten Sie meine Frau umbringen? Das ist doch völlig krank. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ihr Vater hat den Unfall verursacht. Er ist an allem schuld. Jetzt halten Sie doch die Schnauze. Papa, komm jetzt. Hey, ich hasse zwar den Berger, aber deswegen verletzt man keinen oder probiert jemand umzubringen. Aber Schatz, ey, komm, lass sein, gib auf. Wir kommen doch hier eh nicht weg. Wie denkst du dir das? Frau Franke, bitte. Machen Sie sich doch nicht unglücklich. Geben Sie mir jetzt bitte das Messer. Was machst du da? Kannst ja nicht einfach unschuldige Menschen abstechen, anstechen. Mann, ich wollte dir doch nur helfen. Damit hast du keinem geholfen, dir nicht geholfen, mir nicht geholfen. Ey, damit hast du einen kaputt gemacht. Ich hab damals den Unfall verursacht, dafür können die doch nicht. Mann, ey. Ja, so. Der Rest gibt's auf der Wache. Sie können gerne mitkommen. Stopp. Frau Franke wird jetzt sicherlich in Untersuchungshaft genommen und hat mit einer Anklage wegen versuchten Totschlags zu rechnen. Sie muss auch damit rechnen, dass sie mehrere Jahre in Haft verbringen wird. Bei Gericht wird nur noch zu klären sein, ob sie aufgrund möglicher Reifeverzögerungen nach Jugendstrafrecht oder nach Erwachsenenstrafrecht zu beurteilen ist, da sie noch keine 21 ist. Dank Ulrike Tasic konnte die Täterin Katja Franke überführt werden. Ihr Geständnis entlastet Simon.
Der 31-Jährige ist überglücklich. Vor allem, weil seine Frau Alexa endlich aus dem Koma erwacht ist. Ich bin so froh, dass du wieder wach bist. Du hast aber auch ganz schön Zeit mitgelassen. Ja, tut mir leid, echt. Du, die Ärzte haben gesagt, dass du irgendwie einen Gedächtnisverlust hattest. Also, dass irgendwie du dich an so gar nichts mehr erinnern kannst. Ach, ja, mittlerweile sind da schon einzelne Bilder, die wiederkommen. So wie Szenen aus einem Film, aber das ist alles noch ganz bruchstückhaft. Also, alles und im Detail weiß ich es auch nicht, aber also ich kann mich daran erinnern, dass wir wach geworden sind, weil irgendjemand Sturm geklingelt hat. Und wir dachten, es ist der Nachbar, der irgendwie Hilfe braucht. Und dann bist du runtergegangen und hast die Tür aufgemacht. Und dann hatte ich irgendwie so ein Poltern. Und dann hast du geschrien und irgendjemand kam die Treppe hochgestampft. Und dann, ja, dann stand diese Frau in der Tür. Katja hieß die. Ich meine, hast du doch den Schreck deines Lebens gehabt, oder? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da los ist. Und ja, bis ich dann das Messer in ihrer Hand gesehen habe, ne? Also, und dann war sie kurze Zeit später, stand die neben mir. Und dann hat die einfach auf mich eingestochen. Einfach zweimal richtig doll zugestochen. Ey, wenn du nicht gekommen wärst, ich glaube echt, die hätte mich umgebracht. Wenn ich die auch niemals reingelassen hätte, oder? Okay, das ist ja jetzt Quatsch. Du wusstest ja nicht, was sie vorhat. Das ist echt müßig. Also, das ist ja Quatsch, sich da jetzt Vorwürfe zu machen. Und meine Erinnerungen danach, die werden dann auch schwammig. Also ich glaube, ihr habt noch gekämpft und du hast ihr das Messer weggeschlagen. Und dann wollte ich wach bleiben, um dir zu helfen. Und ich konnte aber nicht. Ich konnte einfach nicht. Ich wurde so müde und mir wurde so kalt. Und dann ist irgendwie alles schwarz. Das ist echt eine verrückte Story. Mann, ich bin so froh, dass ihr beide das unbeschadet überstanden habt. Sobald du raus bist, feiern wir, bis wir ins Koma fallen. Auf jeden Fall. Keine Witze, das. Katja Franke wurde wegen versuchten Totschlags nach dem Jugendstrafrecht zu einer 8-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Simon und Alexa haben den Überfall gut überstanden und sind beide wohlauf.